Hallo ihr Lieben. So, heute habe ich mal wieder ein 10-Karten-Video aus einem Luxuspapierblock vom Action. Ich dachte mir einfach, es ist mal wieder an der Zeit, ein 10-Karten-Video zu machen mit Action-Material. Ich wurde angefragt, als ich das letzte 10 Karten mit einem Luxuspapierblock gemacht habe, Video gemacht habe, so. ob ich denn mal mit dem Einhornblock was machen könnte. Und deshalb habe ich diesen heute gewählt. Und ja, nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video. Für Karte 1 habe ich als allererstes bei diesem einen Heißluftballon die Wolke weggeschnitten und dann habe ich aus einem Vellumspruch vom Kit, vom Set, den Spruch einfach ausgeschnitten. Hier seht ihr, wie ich von diesen Stanzteilen, die mit in dem Block sind, ein paar der Wolken aufgeklebt habe auf diese Karte. Das Ganze habe ich mit Flüssigkleber gemacht vom Action. Das ist nicht der Tacky, das ist dieser andere, der durchsichtige Kleber. Der riecht ein bisschen, aber sogar ich habe mich jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt. Hier seht ihr, wie ich Heißluftballons aufklebe und dann den anderen, bei dem ich zuvor die Wolke weggeschnitten habe, den habe ich dann mit 3D-Klebepads ebenfalls vom Action auf diese Karte draufgeklebt. In diesem kleinen Fläschchen habe ich Tacky Glue reingefüllt. Dieses Fläschchen bekommt ihr in verschiedenen Läden. Ich habe meines bei Ideen mit Herz mir bestellt. Das war so ein Dreier-Set. Die gibt es aber auch an anderen Orten. So Strähne Grene zum Beispiel hat auch solche. Damit lässt sich halt dieser Tacky Glue ein bisschen feiner auf Papier und so weiter aufgeben oder auftragen. Die Karte habe ich dann noch mit Strasssteinchen dekoriert, ebenfalls vom Action. Ich habe eigentlich ausschließlich Action-Material verwendet, außer mein Werkzeug, also meine Schere und dieses Picking-Tool. Und das ist auch schon die erste Karte. Für die zweite Karte habe ich dieses Einhorn. Das ist ein Sticker von diesem Sticker-Sheet, das da in diesem Block mit drin ist. Dieses Einhorn habe ich dann auf meine Grundkarte geklebt. Das sind übrigens die Grundkarten, habe ich aus den Papieren gemacht, die mit in dem Block sind. Da sind 8 Stück drin. Ich habe 5 verwendet davon. 5 A4, es sind nicht ganz A4-Bögen. Dann habe ich diesen Stern aufgeklebt und eine Wolke auch mit 3D-Klebepads. Und da habe ich noch meine immer noch absoluten Lieblingssteine vom Action. Ich hoffe, ich kriege die mal wieder draufgeklebt. Und das ist die zweite Karte. Für Karte 3 habe ich einmal dieses Flaggenbanner verwendet, das einmal so quer über eine der Karten rübergeklebt. Dann diese Ballons mit Flüssigkleber einfach flach auf die Karte draufgeklebt und dann mit Abstandsklebepads einmal dieses Geschenk. Und bei Action gibt es ja immer diese 3 verschiedenen Höhen und ich habe dann mit den höheren Pads habe ich diese Torte draufgeklebt und hier dann noch den Spruch aus Vellum. Und bei dieser Karte habe ich bewusst auf Bling Bling verzichtet. Das ist die fertige Karte. Bei der vierten Karte habe ich diese Edelsteine. Sehen ein bisschen aus wie Bergkristalle, aber einfach in Lila. Oder Amethysten sind das, glaube ich. Ist ja egal. Die habe ich so ein bisschen arrangiert und dann auf die Karte draufgeklebt. Hier habe ich dann den Spruch verwendet, Create your future. Also kreiere deine Zukunft. Und ich dachte halt, zu dem Spruch passt einfach auch diese kleine Krone.
Das ist auch ein Stammesteil, weil man ja so sein eigener König oder sein eigener Herr sein kann in dem Sinne. Soll ja auch Sinn ergeben, das Ganze. Ich habe da noch mit kleinen Strasssteinchen die Krone verziert. Und das ist die fertige Karte. Die fünfte Karte ist die Lieblingskarte von meiner Kleinsten. Die steht total auf Einhörner. Und ich habe hierfür auch einen Vellumspruch auf die Karte draufgeklebt. Dann habe ich einmal diesen Regenbogen verwendet mit den Wolken, den so in den Hintergrund geklebt. Dann diese, ich nenne es jetzt mal Sterne. Und das Einhorn, da habe ich mir diese Flügel weggeschnitten, weil das hat einfach nicht gepasst von der Proportion her. Also die waren extrem klein dafür, dass das Einhorn so groß ist. Und ja, hat mir dann besser gefallen. Das habe ich mit 3D-Klebepads aufgeklebt und dann nochmal mit meinen Lieblingssteinen ausdekoriert, Überreste weggeschnitten. Und das ist die fertige Karte. Bei der nächsten Karte habe ich von einer Wolke die Regentropfen weggeschnitten. Und habe die dann auf diese Karte draufgeklebt als Hintergrund. Dann diesen Umschlag mit Herz. Die Überreste weggeschnitten. Und dann habe ich diesen Luftballon aus Blüten mit 3D-Klebepads aufgeklebt. Und dann noch ein bisschen Deko mit diesen kleinen Herzchen. Da habe ich dann noch einen Spruch aus Vellum draufgeklebt, Limited Edition. Das kann man jetzt nicht so gut lesen. Dann habe ich mit diesen Strasssteinen habe ich Regentropfen gebildet. Die Idee kam mir wirklich per Zufall und ich fand das dann so eine tolle Idee. Ich werde das wieder mal machen, das als Regentropfen zu verwenden. Muss man mal drauf kommen. Ansonsten fragt man sich immer, was macht man denn mit diesen navettförmigen Steinen? Also mir geht es zumindest so. Da habe ich dann einfach so ein bisschen dekoriert. Und das ist die fertige Karte. Auch bei Karte Nummer 7 habe ich wieder einen Spruch aus Vellum verwendet von diesem Block. Dann habe ich wieder Stanzteile draufgeklebt, diesmal so ein bisschen mehr süße Essenssachen und das Ganze einfach ein bisschen ausdekoriert, mit verschiedenen hohen Abstandspads auch gearbeitet, um einfach ein bisschen mehr Spiel reinzubringen. Und das ist die fertige Karte. Für Karte 8 habe ich diesen schönen Spruch verwendet. Ich fand den einfach einerseits vom Inhalt her, also Brave at Heart, aber auch von der Schrift her sehr, sehr schön. Dann habe ich so ein kleines, erst den Schmetterling, draufgeklebt und dann habe ich so ein kleines Blumenarrangement mir gestaltet auf dieser Karte. Ich muss dazu sagen, das ist eigentlich das, was die meiste Arbeit gibt, sich zu überlegen, was da drauf kommt, weil ich wollte halt wirklich wieder mal nicht zu viel verwenden. Ich wollte halt einfach nur Material verwenden aus diesem Luxuspapierset, außer natürlich Steinchen, weil das ist halt einfach, das muss. Zwischendurch müssen ein paar Steinchen drauf. Ein paar Karten habe ich aber bewusst auch ohne Steinchen gelassen. Einfach um zu zeigen, es geht wirklich auch ohne, wenn man jetzt wirklich sonst gar nichts zu Hause hat. Außer Kleber, natürlich. Hierauf mussten jetzt aber noch Steine und das ist die fertige Karte. Karte Nummer 9. Da war dieser Spruch drin, Take Me to the Moon. Das war eigentlich die größte Herausforderung zu den Sprüchen, die da in dem Set drin waren. Was einigermaßen logisches zu gestalten.
Das war gar nicht so einfach, weil es waren halt sehr viele Einhornsprüche, aber es hat ja nicht so viele Einhörner drin in dem Set wie Sprüche. Ja. Auch hier, das ist ein bisschen eine einfache Karte. Da habe ich einfach nochmal ein paar Glitzis draufgegeben und das ist die fertige Karte. Karte 10 ist auch so eine Karte, wo mir der Spruch einfach so gut gefallen hat. Und zwar nennt sich das Do it with passion or not at all. Also mach es mit Leidenschaft oder lass es. Und ich finde den auch total schön geschrieben. Und deshalb wollte ich den einfach unbedingt verwenden. Ich habe dann hierfür auch wieder einen Schmetterling verwendet und dann diese Federn in Kombination mit dieser wunderschönen Rose. Solche Rosen habe ich im Moment in meinem Garten. Ein bisschen kleiner. Und dann noch einen Schlüssel mit Herz. Sozusagen der Schlüssel zum Glück. So für mich symbolisch. Und da habe ich dann noch mit kleinen Glitzersteinchen bei diesen Schnörkeln von dem Spruch ein bisschen dekoriert. Also wobei ein bisschen ist gut. Ich habe da, ja, das musste einfach. Überall bei diesen Schnörkeln mussten einfach von diesen Steinchen hin. Aber mir gefällt's. Und ansonsten kann man die auch weglassen. Das ist die fertige Karte. So, hier könnt ihr jetzt nochmal alle Karten ein bisschen von nahem betrachten. Auch die Sprüche kann man vielleicht jetzt ein bisschen besser entziffern. Das ist halt manchmal mit der Kamera schwierig, je nach Lichteinfall. Ja, mich würde natürlich interessieren, welches eure Lieblingskarte ist. Mir gefällt die zweite sehr gut, aber halt auch die mit diesen speziellen Sprüchen, die ich da erwähnt habe. Aber das ist ja halt immer Geschmackssache, was einem gefällt oder nicht. Ich fand jetzt bei dem Einhornblock noch toll, dass es nicht nur Einhörner drin hatte, sondern auch anderes. Dann kann man auch ein bisschen mehr basteln als jetzt nur Einhornkarten. Das sind die Reste. Das ist relativ viel, also ich habe da alles rausgebrochen. Ich habe noch ganz, ganz viele Sticker. Und ich habe ja schon erwähnt, ich habe ja aus diesen Cardstock-Bögen habe ich ja die Karten gemacht und habe dementsprechend noch drei ganze Bögen habe ich jetzt noch übrig. Ich habe da noch Sprüche. Und von diesen Vellum habe ich auch noch ganz viele. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.